Planen Sie Ihre Audits noch immer umständlich in Excel, Kalendern und Word und verlieren dabei oft den Überblick? Das muss nicht sein. Mit dem Audit-Management-System in der GRC-Software Enace können Sie Ihre Audits ganzheitlich planen, durchführen und nachbereiten, effizienter als jemals zuvor. Alles zentral an einem Ort und komplett übersichtlich. So sparen Sie Zeit, vermeiden Doppelarbeit und erhöhen die Qualität Ihrer Audit-Prozesse. Sie können Ihre Audits im Audit-Management-System in Enace in 3 Schritten durchführen. Bei jedem Schritt werden Sie ideal vom System unterstützt mit klar strukturierten Workflows. Zuerst planen Sie das Audit-Jahr mit den Audits, die in diesem Jahr stattfinden. Dann kommt die Durchführung der Audits und die Dokumentation aller Feststellungen für eine zuverlässige Basis für Verbesserungen. Und zuletzt die Nachbereitung und die Prüfung auf Wirksamkeit der abgeleiteten Maßnahmen, damit diese nachhaltig umgesetzt werden. Beim Öffnen des Audit-Management-Systems in Enace finden Sie auf der Startseite die Schnelleinstiege. Diese bieten Ihnen sofortigen Zugriff auf relevante Bereiche und sparen Ihnen wertvolle Zeit beim Suchen. Sie gelangen zur Audit-Bibliothek mit allen Stammdaten, die Sie für Ihre Audits benötigen. Zu den Audit-Schwerpunkten mit den Programmzielen jedes Audit-Jahres. Und zu den Audit-Jahren. In der Audit-Jahresplanung legen Sie Ihre Audit-Bereiche fest, deren Details wie Ansprechpartner und erstellen die einzelnen Audits. Angenommen, im Jahr 2025 steht das Audit für die ISO 27001 an. Dieses findet im Audit-Bereich Dach statt. Im ersten Schritt wird also der Audit-Bereich über die Eigenschaften angelegt. Im angelegten Audit-Bereich können Sie dann über das Menü das Audit anlegen. In der Anlegemaske werden bereits die wichtigsten Details zum Audit abgefragt, wie der Titel, Typ und Verantwortlichkeiten. Nachdem das Audit angelegt wurde, können Sie in den Eigenschaften alle weiteren Details ergänzen. In den Kacheln sehen Sie immer direkt, in welcher Phase sich das Audit gerade befindet. Diese visuelle Unterstützung macht komplexe Audit-Prozesse intuitiv nachvollziehbar. Sobald alle Details im Audit hinterlegt sind und die Feinplanung abgeschlossen ist, können Sie das Audit versionieren. Damit stellen Sie sicher, dass das Audit revisionssicher dokumentiert ist, ein wichtiger Vorteil bei internen oder externen Prüfungen. Alle beteiligten Personen im Audit werden dann automatisch per E-Mail benachrichtigt und zum Audit eingeladen. Sobald die Durchführung des Audits ansteht, können Sie über das Menü einen Auditbericht anlegen. Dort legen Sie fest, welche Prozesse und Abteilungen auditiert werden. Das hilft Ihnen, den Überblick zu behalten und Sie sorgen dafür, dass alle relevanten Bereiche abgedeckt sind. In den Tabs, die im Audit erscheinen, nachdem der Bericht generiert wurde, können die Auditoren den Auditbericht einsehen und für eine lückenlose Dokumentation Notizen und Informationen hinterlegen. Über das Menü können Feststellungen und Verbesserungspotenziale angelegt werden, wie zum Beispiel, dass kein dokumentierter Prozess für die regelmäßige Überprüfung von Zugriffsrechten existiert. Zu den Feststellungen können Sie dann konkrete Maßnahmen anlegen. Wie zum Beispiel, dass der fehlende Prozess dokumentiert werden soll. Damit die Maßnahmen nicht untergehen und zeitnah bearbeitet werden, werden sie dann später den Verantwortlichen automatisch als Aufgaben zugewiesen. Wenn der Bericht abgeschlossen ist und alle Feststellungen und Maßnahmen dokumentiert wurden, kann der Auditbericht freigegeben werden. Die Freigabe sorgt dafür, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind und mit der Umsetzung starten können. Nach der Freigabe erhalten alle Beteiligten eine Benachrichtigung und die Maßnahmen werden den Verantwortlichen als Aufgaben in ihren Dashboards angezeigt. Dort können sie bearbeiten und umsetzen.
Jeder weiß also sofort, was zu tun ist und Sie haben die volle Kontrolle über den Fortschritt. Alle Aktionen an den Maßnahmen werden zudem protokolliert und können in den Eigenschaften eingesehen werden. Im letzten Schritt können Sie die Wirksamkeitsprüfung der Maßnahmen durchführen. Mit der dokumentierten Prüfung stellen Sie sicher, dass Ihre Maßnahmen den gewünschten Effekt haben und nachhaltig umgesetzt werden. Im Formular können Sie die Maßnahme dokumentieren und zur Prüfung weiterreichen. Wurde die Maßnahme erfolgreich geprüft, kann diese als umgesetzt freigegeben werden. Wenn der Auditbericht freigegeben und die Wirksamkeit aller Maßnahmen bestätigt wurde, erhält das Audit automatisch den Status abgeschlossen. Mit dem Audit-Management-System in der GRC-Software Enace haben Sie jederzeit die Kontrolle über Ihre Audits, effizient, revisionssicher und perfekt organisiert, für ein Audit-Management, das wirklich Mehrwert schafft. Neugierig geworden? Vereinbaren Sie noch heute einen Termin für eine Live-Demo. Und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren.